Sascha, war heute ein ganz schweres, kampfbetontes Spiel auch gegen Hannover 96, bei dem es knapp nicht gereicht hat. Wo siehst du die Gründe, dass wir 0 Punkte heute zu Hause behalten haben? Ja, der Gegner hat ein Tor mehr gemacht. Ich habe es ja von der Seite, hinterm Tor gesehen. Also für mich sah es so aus, als wenn er mit dem Foulspiel war. Und ja, da fällt 2-1. Ja, ist ärgerlich, aber ist halt so. Es hat ein paar unglückliche Entscheidungen gegeben. Rote Karte gegen Boba, was wohl keine war. Noch ein, zwei Elfmeterentscheidungen, die für uns hätten fallen können in der zweiten Hälfte. Spielt da dann der Schiedsrichter auch eine Rolle in so einem Spiel oder ja, kann man sich da nicht dran aufhängen? Ja, ich will jetzt nichts über den Schiedsrichter sagen. Ich habe jetzt auch nicht alle Szenen gesehen, wenn wir uns anschauen, aber ja, jetzt haben wir verloren, es ist halt so. Und nächste Woche haben wir noch ein Spiel. Trotz der Niederlage haben auch die anderen Mannschaften, unsere Konkurrenten hinter uns, mal wieder für uns gespielt. Wir sind immer noch 3 Punkte vorne, haben besseres Torverhältnis. Rechnerisch ist zwar noch nicht ganz sicher, aber es sieht danach aus, dass der FCA in die Euroleague einziehen kann. Nächste Woche noch einen Punkt holen in Gladbach. Was ist da drin? Ja gut, Gladbach hat, glaube ich, eine super Saison gespielt. Die haben eine super Mannschaft, aber ja, wir fahren nicht dahin, um zu verlieren. Wir wollen da was holen, definitiv. Und es ist das allerletzte Saisonspiel. Will man nochmal punkten. Ist es schade, dass man die Feier um eine Woche verschieben muss und nicht heute zu Hause schon ein bisschen feiern kann? Ja, ich glaube, man will immer gewinnen. Und zu Hause sowieso. Jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Und ja, müssen wir halt die Punkte, die wir heute verloren haben, nächste Woche wieder holen. Man hätte heute schon feiern können. Wie schade ist es, dass es nicht geklappt hat am Ende? Ja, natürlich. Es ist schade, wir wollten die Saison nochmal mit einem Heimsieg krönen. Vor allem die Fans hätten es verdient gehabt, ist uns leider nicht gelungen. Aber trotz allem können wir, glaube ich, bis dato mit dem Saisonverlauf definitiv zufrieden sein. Es gab einige knifflige Szenen in diesem Spiel auf unserer Seite. Möglicherweise 2 nicht gegebene Elfmeter in Halbzeit 2 und die rote Karte für Boba. Wie hast du die Szenen gesehen? Ja, schwierig. Die Szene mit Boba habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, wie der Schiedsrichter die rote Karte gezückt hat. Aber es waren definitiv sehr, sehr knifflige Situationen heute. Das beste Beispiel ist, wie das 2-Tor für den Gegner zustande kommt. Da war ein klares Foulspiel an der Mittellinie, was nicht gegeben worden ist, aber das gehört nun mal dazu. Es ist immer doof, danach die Schuld auf den Schiedsrichter zu schieben, aber spielt sowas in so einem Spiel, das so umkämpft ist, dann doch auch eine große Rolle? Ja, natürlich muss man sich erstmal an die eigene Nase fassen, aber klar können auch Entscheidungen, die der Schiedsrichter trifft, auch spielentscheidend sein. Wir sind trotzdem, trotz der Niederlage, immer noch auf dem 6. Platz, 3 Punkte vor Dortmund. Die anderen haben auch mal wieder für uns gespielt. Es ist alles drin aus eigener Kraft, das noch zu schaffen. Torverhältnis sieht auch gut aus. Wie muss es nächste Woche in Gladbach aussehen? Ja, wir wollen natürlich wie jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Dann müssen wir aber erstmal das Spiel von heute irgendwie verarbeiten und zusehen, dass wir uns wie immer gut auf den Gegner vorbereiten. Und dann haben wir letzte Woche auch in München gezeigt, dass wir für Überraschungen gut sind. Paul, eigentlich ist es nur noch rechnerisch möglich, dass Werder Bremen uns einholt. Die Qualifikation für Europa ist so gut wie sicher. Trotzdem schade, dass man die Feier um eine Woche verschieben muss heute. Ja klar, wir wollten natürlich unsere eigene Aufgabe erledigen. Das war das Spiel heute zu gewinnen. Man hat gesehen, was für ein komisches Spiel das war, das Hannover natürlich auch alles reingeworfen hat. Wie gesagt, hinterher ist es dann schön zu erfahren, dass die anderen Mannschaften hinter uns auch nicht gepunktet haben. Aber wie gesagt, wir wollten das eigentlich gut verabschieden für eigene Fans. Wir haben natürlich zu Hause viele Spiele gewonnen, da wollten wir gegen Hannover das absolut wieder bestätigen. Das hat leider heute nicht geklappt. Es war irgendwie ein total verrücktes Spiel, auch mit vielen kniffligen Szenen. Willst du ein Wort zum Schiedsrichter sagen? Nee, ich mache das eigentlich ungern, über einen Schiedsrichter zu reden. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht, werde ich jetzt auch nicht tun. Natürlich war ein emotionales Spiel, viel mit drin, 3 rote Karten.
Wie gesagt, die Entscheidung zweiter Halbzeit, da waren natürlich ein paar Situationen im 16er bei Hannover, wo vielleicht eine oder andere Situation vielleicht auch in unserem Vorteil ausfallen könnte. Schirra hat es leider anders gesehen und ich glaube, hinterher müssen wir da auch nicht großartig drüber meckern und den Schuld beim Schiri legen. Halt, wir haben es selber verpasst, heute zu gewinnen, hier zu punkten. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass die anderen auch nicht gepunktet haben. Der Kapitän wird beim letzten Saisonspiel in Gladbach der Mannschaft leider fehlen. Wirst du trotzdem vor Ort sein, um das Team zu unterstützen? Darüber habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, aber es könnte durchaus sein, dass ich mitfahre. Aber wie gesagt, da müssen wir mal drüber sprechen. Ich weiß auch nicht, wie ein Trainer das sieht. Aber wie gesagt, ich habe lange mit vier gelben Karten gespielt. Heute war es dann gelb-rot in dem Sinn, dass ich dann gesperrt bin. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen Hannover 96. Grüße hier alle anwesenden Medienvertreter und unsere Fans im LEW Business Club, im Fanzelt und im Stadion draußen. Natürlich auch hier vorne die beiden Trainer, Michael Fronzek zu meiner Rechten und unser Trainer Markus Weinzierl. Gratulation an Hannover zum Sieg. Darf Sie gleich um Ihren Kommentar zum Spiel bitten, Herr Fronzek. Ja, danke schön. Ich kann mich kurz fassen. Also ich denke, das brauche ich nicht zu beschreiben, dass mir ein paar Steine vom Herzen gefallen sind. Ich glaube, dass die Mannschaft in den letzten drei Spielen oder die drei Spiele, die ich da bin, immer eine gute bis sehr gute Spielleistung abgeliefert hat, aber sich letztendlich nicht belohnt hat für drei Punkte. Und es war heute so ein Spiel, wo vieles möglich war. Ich mit der Spielleistung heute wieder zufrieden bin. Wir haben gegen Ball haben wir nicht allzu viel falsch gemacht. Du kannst nicht alles verhindern gegen eine Mannschaft wie Augsburg, die natürlich auf einer Woge getragen wird. Und haben das aber gut hinbekommen, haben 6-7 richtig gute Angriffe gespielt, worunter auch die zwei Tore waren. Und ja, haben das Quäntchen Glück heute auch mal erzwungen. Ja, ich meine, es ist so, dass da immer Kleinigkeiten entscheidend sind und freue mich sehr für die Mannschaft. Das war ein wichtiger Schritt, aber noch nicht der entscheidende. Der entscheidende kommt nächste Woche. Wir werden heute unsere Wunden lecken, morgen regenerieren, am Montag freimachen und ab Dienstag gilt dann nur noch der Showdown in Hannover gegen Freiburg. Und für uns ging es letztendlich um eine gute Ausgangsposition für dieses Spiel. Das haben wir geschafft und bin sehr glücklich. Danke. Zum Schluss noch, dem FCA natürlich für diese fantastische Saison gönne ich wirklich nur das Beste für das letzte Spiel. Wird nicht ganz einfach in Gladbach, aber haben sie eigentlich verdient, dass sie international nächstes Jahr spielen. Alles Gute, danke. Dankeschön, Herr Fronzek. Markus, was sagst du nach so einem Spiel? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche und gebe die Glückwünsche dann gleich zurück zu diesem Sieg. Zum Spiel. Ich glaube, dass wir heute zwei Kontertore bekommen haben, die uns natürlich sehr, sehr weh getan haben. Man hat gesehen, die Jungs heute, dass wir uns schwer getan haben gegen einen sehr gut organisierten Gegner. Sie sind sehr gut mit zwei Viererketten gestanden und wir haben es nicht geschafft, uns die große Anzahl an Torchancen zu erarbeiten. Ich glaube, dass man auch gesehen hat, dass heute irgendwie Drucksituationen in den Köpfen da waren und dass wir uns eben schwer getan haben. Noch dazu, wenn du zurücklegst. Und das zweimal. Einmal haben wir es gut geschafft, sind gut zurückgekommen mit dem Ausgleichstreffer von Paul Verhaag. Das ist wirklich sensationell, den Elfmeter, den er verwandelt. Und in der zweiten Hälfte war nochmal eine Situation, wo es einfach Elfmeter geben muss. Und da bin ich sehr unglücklich darüber, dass man so eine Handsituation nicht erkennt und nicht bewertet. Genauso vorm 1-2 war es so, dass Foul vorhanden war, beziehungsweise der Schiedsrichter die Pfeife schon im Mund gehabt hat, Vorteil laufen lässt und dann nicht pfeift und so sind die Kleinigkeiten heute entscheidend gewesen. Deswegen verlieren wir das Spiel. Darüber sind wir natürlich enttäuscht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir auf die Tabelle schauen, dann hat die Konkurrenz für uns gespielt und das ist die andere Seite in mir heute, die sich sehr, sehr freut, weil es, glaube ich, nur noch rechnerisch möglich ist, dass uns Bremen überholt. Und so wird es dann hoffentlich so kommen, dass wir nächstes Jahr international spielen und Qualifikationsspiele sind auch international und ist auch Europapokal. Obwohl wir natürlich nochmal alles probieren werden, in Gladbach zu bestehen und dort zu punkten, um dann sicher im Europapokal dabei zu sein. Dankeschön. Dankeschön, Markus. Gibt es Fragen? Dann bitte kurzes Handzeichen.
ganz hinten, Thomas Gartenberg. Zwei Fragen. Europapokal ist schön und Qualifikation ist auch gut. Viele deutsche Mannschaften sind auch in der ersten Runde schon gescheitert. Was trauen Sie den Augsburgern zu? Zumindest taucht ihr jetzt auf der Landkarte auf. Und die rote Karte gegen Bobadilla, hofft man da vielleicht sogar auf einen Freispruch? Das eine, die rote Karte habe ich nicht gesehen, weil ich mich gerade um das gekümmert habe und nach rechts geschaut habe, wie es in den anderen Stadien steht. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen, werde es mal beim Fernsehen nochmal ansehen, aber ich denke, dass es nicht so schlimm war. Und das andere ist, dass wir natürlich jetzt erstmal noch den entscheidenden Schritt gehen wollen im 34. Spieltag, um dann endgültig dabei zu sein, hoffentlich. Und dann werden wir die Planungen angehen und das dementsprechend dann organisieren und die Weichen stellen für den jeweiligen Wettbewerb. Herr Fronzek, Herr Weinzel hat es ja gerade angesprochen. Quäntchen Glück hatten Sie schon gesagt bei den Entscheidungen des Schiedsrichters. Ist das das, was sich vielleicht dann auch ausgleicht, wenn die Mannschaft weiter kämpft? Oder wie bewerten Sie das in dem Spiel heute, in dem es ja wirklich drunter und drüber mit Entscheidungen geht und in dem Zusammenhang dann vielleicht auch die Figur, die heute Hiroki Sakai gemacht hat, gewiss unglücklich auch gekämpft, aber unglückliche Figur gemacht, fehlt gegen Freiburg. Was erwächst daraus auch für nächste Woche gegen Freiburg? Ja, seien Sie mir nicht böse, aber wir lassen das immer auch sacken. Die Belastung für die Trainer ist ja auch unendlich groß, Markus. Ja. Wir lassen das mal sacken. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir seit einer sehr langen Zeit mal wieder gewonnen haben. Eine gute Ausgangssituation fürs letzte Spiel haben. Und ich denke, dass ich kann es so nicht beurteilen. Ich muss mir die Bilder mal anschauen. Es ist dann so, dass Entscheidungen getroffen werden, relativ zügig getroffen werden müssen. Und ich bin auch nicht zum Linienrichter gelaufen beim Spiel gegen Hoffenheim, als ich noch nicht ganz Platz genommen hatte und einer steht 1,5 Meter im Abseits und zählt zum 1-0. Ja, es gehört zum Fußball dazu. Es kann sein, dass sich das ausgleicht, aber da sollte man sich nicht drauf verlassen. Ich habe gerade nochmal den Elfmeter angesprochen von Verhaag, der schon richtig abgezockt war. Ich habe Sie da ein bisschen beobachtet, da umspielte so ein Lächeln Ihre Lippen. Wussten Sie so ungefähr, was da kommt? War da irgendwas abgesprochen? Ja, es war abgesprochen, dass er schießt. Aber dann war ich mir sicher einfach, vielleicht habe ich deswegen schon gegrinst, weil ich wusste, dass er sicherer Elfmeterschütze ist im Nachhinein. Und jetzt weiß ich es auch, er hat unter der Woche mal einen so geschossen im Training und deswegen war ich mir auch sicher, dass er ihn macht, aber dass er ihn so frech macht, das war nicht in meinen Gedanken. Herr Weinzel, wie ärgerlich ist das Ganze im Hinblick auf die Sperren? Bobadilla fehlt, Verhaag fehlt, so viele Spieler waren sie ja jetzt nicht mehr in ihrem Kader. Ja, aber das gehört mit dazu. Ich denke, bei Raul war es so, dass er vorher schon muskuläre Probleme hatte, wir konnten nicht mehr wechseln. Und bei Paul war es so, dass er im Zweikampf da sich die zweite gelbe Karte dann holt. Ist klar, dass wir nicht zu viele Spieler mehr haben, aber wir werden eine gute Aufstellung finden. Wir werden vor allem regenerieren und das analysieren und dann nochmal alles geben am 34. Spieltag in Gladbach. Der Blick auf die Tabelle, 33. Spieltag ist so, dass wir hochzufrieden sind und dass wir das natürlich akzeptieren müssen und das Beste draus machen müssen. Gut, ich blicke nochmal in die Runde. Keine Fragen mehr. Danke fürs Kommen. Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Danke.